wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Unser Haus. Heute, wie im Titel schon zu sehen gewesen, kümmern wir uns um die Decke hier vorne im Ess- und Wohnbereich. Die Küche folgt dann später, da muss noch was für die Dunstabsaugung vorbereitet werden. Und ganz kurz bevor wir hier quasi in die heiße Phase gehen und ich dachte, dass ich keine Freunde habe, kommt heute zur Unterstützung der gute Sven, was sehr nett ist von ihm. Er ist auch fast freiwillig da, ich musste ihn nur fragen, aber er hat natürlich ja gesagt. Und das Coole ist, er bringt nicht nur seine tatkräftige Unterstützung mit, sondern auch Unterstützung für Mika. Denn Mika hat einen Spielkameraden heute. Dann können die wieder spielen und sich auspowern bis zum Ende. Und Sven und ich machen das gleiche mit den Riegelplatten an der Decke. Und ja, das ist ja schon. Meine Damen und Herren, der Sven ist jetzt da. Wo ist er? Jetzt ist er weg. Da war er gerade. Da, guck mal. Ich würde sagen, wir labern nicht allzu lange, sondern machen einfach mal. Sven füttert jetzt Hunde. Wir haben jetzt hier schon voll heftig. Schaut. Ein Fünftel Reihen oder sowas. Das Ganze sieht dann quasi so aus. Bis hier, und hier ist ja diese. Hier findet dann diese Kante statt, so ein leichter Versatz zum Küchenbereich hin. Den lassen wir auch erstmal weg, da muss noch für die Dunstabzugshaube ungefähr hier ein Loch rein. Und das war's erstmal. Was tust du da? Aus. Und. Oh oh. Mika, komm her. Mach doch. Ja, hallo. Ja, aus. Attacke! Auf. Attacke! Mika, Attacke! Mach Attacke jetzt! Nein. Mika, sitz! Mach Sitz! Mika hat ein. Mika hat ein ganz schönes Stückchen Schiss hier vom Sven. Ne? Der ist aber auch groß, muss man auch dazu sagen. Das ist, da hätte ich auch Angst, wenn ich ein Hund wäre. Weiter geht's!
Bum, ba-dum, bum. Bum, ba-dum, bum. Oh yeah. Der Sven musste leider schon abhauen. Er ist schon nach Hause gefahren. Die Hunde sind auch mega müde. Also Mika ist auch mega müde. Sie ist aber noch fleißig mit mir. Wir haben jetzt, ich glaube, 7:30 oder sowas. Ich muss gleich noch arbeiten. Aber ich werde jetzt noch gucken, dass ich die groben Sachen schon mal zuspachtel, damit die dicken Sachen weggespachtelt sind. Wir haben da ein paar Schiefigkeiten gehabt oder so. Ich kann euch das hier mal noch so ein bisschen abzeigen. Ne, hier zum Beispiel, da schaut mal, da in der Ecke, da war es ein bisschen krumm alles. Hier hatte ich dann am Ende keine ganzen Platten mehr. Nicht, dass ich mich verkauft hätte, eigentlich hätte es gereicht, wir haben super viel Reste. Aber dadurch, dass alles ein bisschen schief war, mussten wir ein bisschen schneiden. Dann haben wir da eine leicht tiefere Fuge. Ansonsten ist aber alles mega gut geschraubt. Fettes Danke geht auf jeden Fall raus an Sven. Das ist ein ganz Stück Arbeit gewesen. Diese Platten sind 2 Meter mal 1,25 und die ganze Zeit über den Kopf zu halten, ist halt auch eine richtige Hausnummer. Ich sag's euch, das ist gar nicht so einfach. Ich muss ein bisschen gucken, das LED-Licht flackert leider sehr krass. Jetzt ist da hinten natürlich noch der Küchenbereich offen, aber das habe ich euch erzählt. Ich werde jetzt noch ein bisschen spachteln, da kriegt ihr noch einen Zeitraffer von und dann geht's ab nach Hause, damit ich dann arbeiten kann. Oh Mann, wow. Oh,